Kein Plan, wo die Schreibblockade weitergeht. Es kann doch nicht so schwer sein, den Weg dahin zu finden. Dieser Weg hierfür zum Beispiel dahin, wahrscheinlich müssen wir da irgendwie rauf. Toll. Führt mich das richtig? Ich muss da hoch. Folgen wir mal der Linie. Vielleicht weißt du mir ja diesmal den richtigen Weg. Sieht zumindest gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, wir gehen mal weiter den Weg vielleicht. ここからでも行けそうだぞ。
Also, wir kommen der ganzen Sache schon mal näher. Also war es doch immer vernünftig, den Dingern zu folgen. Alter, was? Wir erreichen Sphären. Ich dachte, das wäre jetzt auch nicht so eine lange Quest, keine Ahnung. Zumindest was Wege angeht. Weil wir haben noch 400 Meter vor uns, aber hier waren wir noch nie. Und es geht noch höher. Was? Wie sagte unsere Nobborn-Köchin so schön, immer vorstellen, als wäre auf der anderen Seite eine Badewanne mit Leckerwürstchen. Alter! Kein Wunder, dass ich den Weg vergeblich gesucht habe. Deswegen ist es gut, so ein Navigationssystem zu haben. Ich dachte, der würde mich jetzt eigentlich zur City führen, aber nein. Oh, hier werden wir wahrscheinlich wieder Gegner zu. Ja. Hier auch. Haben sie uns gejagt, oder? Wen Scherz? Machen wir sie platt. Ah, jetzt ist Abgabetermin.
gibt es noch Fragezeichen, aber habe ich ja auch nie gefunden irgendwie. Ah, die Jungspunde sind zurück. Habt ihr etwas gefunden? Oh, habt ihr vergessen, um welche Orte es ging? Da wären zunächst die Fingerspitze und die Wüste danach in der Fornis-Region. Dann noch die Ruinen von Sebu und der alte Klippenweg in Pentalas. Und zu guter Letzt die Fürste der Ewigkeit in Cadencia. Das wären dann alle. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was die Jungspunde mir zu berichten wird werden. Cadencia. Aber die ist aktiv. Kann ich irgendwie die Mission, das Ziel ändern? Weil der schickt uns jetzt immer wieder zu ihr. Na, da ist sie doch. Oh nein, hier auch. Inzwischen glaube ich hier nicht mehr an Zufälle. Meint ihr, sie suchen dasselbe wie wir? Ha! Wenn das stimmt, sind wir auf der Spur von etwas ganz Besonderem. Das war jetzt aber das Letzte. Ah, die Jungspunde sind zurück. Habt ihr etwas gefunden? Jetzt haben wir alles. Lass mal sehen. Alles, was wir gefunden haben, ist dieser Müll. Tut uns leid, dass wir nichts Besseres finden konnten. Nein, überhaupt nicht. Das ist viel besser, als ich erhofft hatte. Wirklich? Ich sehe gar keine Verbindung zu den Begründern. Nein? Da hast du recht. Nichts davon hat mit den Begründern zu tun. Wie jetzt? Aber über diese Relikte gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Sie sind völlig unbekannt.
Auch wenn sie nicht direkt mit den Begründern zu tun haben, besitzen sie aber doch einen beträchtlichen Wert. Er müsse doch einen Wert haben? Sicher, dass du uns nicht nur veräppelst? Hey, glaubt ihr, die Lebnisse, die uns angegriffen haben, wollten die Sachen haben? Oh, klingt so, als hättet ihr ein paar Abenteuer erlebt. Das erregt wirklich mein Interesse. Aber worum genau handelt es sich hier bloß? Selbst in der Zeit der Begründer sollte es solche Dinge nicht gegeben haben. Könnten die Dinger sogar noch älter sein? Ja, ich spüre es. Jetzt kommt sie zu mir. Was, wer kommt? Meine Inspiration. Ah, sie erfüllt mich so völlig. Diese alte Birne hat ja doch noch Saft in sich. Ihr habt mein Werk gerettet. Vielen Dank. Dann hast du jetzt wirklich alles, was du brauchst? Ja, das habe ich. Aber ihr müsst mir verzeihen. Ich muss sofort los. Ich will mit dem Schreiben anfangen, solange die Ideen noch frisch sind. Warte, können wir dir noch eine Frage stellen? Was wollt ihr wissen? Warum hast du dich dafür entschieden, über die Begründer zu schreiben? Oh, das ist eine gute Frage. Habt ihr euch je gefragt, woher ihr kommt? Was meinst du? Das ist nur meine eigene Theorie. Aber ich glaube, eines der wichtigsten Dinge im Leben ist es, seine Herkunft zu kennen. Ich möchte, dass die Bewohner der City ihre Herkunft kennen. Oder eher, dass sie sich daran erinnern. Woher wir alle kommen und wohin wir alle gehen, versteht ihr? Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Ich hoffe, das nächste Buch in der Reihe gefällt euch. So, dann suchen wir gleich die nächste Mission. Am besten eine, wo ich nicht unbedingt einen von den brauche. Hey Leute, ihr kommt genau richtig. Wir haben gerade echt gutes Fleisch reinbekommen. Wollt ihr was abhaben? Sagt bloß, ihr habt euer armer Prachtexemplar schon zerlegt. Hä? Woher wisst ihr denn so das schon? Seid ihr etwa nur deswegen hier? Naja, wir dachten uns halt, wir könnten eventuell ein paar von diesen berühmten Filetstückchen abstauben. Ha, dann seid ihr also tatsächlich deswegen hier. Ich werde nicht mehr. Das tut uns wirklich leid. Wir hätten uns nicht so aufdrängen. Nein, nein, passt schon. Wir hatten sowieso vor, uns mit einem Festmahl bei euch zu revanchieren. Also nur zu. Setzt euch schon mal hin. Wir bringen dann die Leckereien. Ein ganz spezielles Luxusgericht mit extra vielen Filetstückchen. Puh, bin ich voll. So ein leckeres Fleisch habe ich im Leben noch nicht gegessen. Ich auch nicht. Es war so gut, das war fast schon eine spirituelle Erfahrung. Besser geht's euch? Geht's echt nicht. Ich dachte, mir fällt die Zunge ab vor lauter Genuss. Es war in der Tat eine denkwürdige Erfahrung, von der wir lange zehren werden. Freut mich, dass es euch so gut geschmeckt hat. Da weiß man, wofür man gekocht hat. Es war wirklich vorzüglich. Vielen Dank was ist los? Was ist das? Ich fühle mich wie gelähmt. Hey, geht's euch gut? Was ist denn mit euch los? Hilfe, Sanitäter, schnell!
Geht es euch allen gut? Gut kann man das nicht gerade nennen. Mein ganzer Körper ist wie betäubt. Mir ist schlecht. Was ist gerade passiert? Sie scheinen uns ins Lazarett transportiert zu haben, während wir das Bewusstsein verloren hatten. Wir sollten mit Oleschandra reden. Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Ah, ihr könnt euch wieder bewegen. Da bin ich aber erleichtert. Mir dreht sich noch immer alles. Was ist denn passiert? Tja, das ist eine ernste Angelegenheit. Also bitte hört mir erstmal ganz ruhig zu. Das Essen, das ihr vorhin verspeist habt, das war vergiftet. Vergiftet? Aber keine Angst, ihr seid nicht mehr in Lebensgefahr. Zum Glück konnten wir euch sehr schnell behandeln. Hat uns der Dreckskerl im Ernst eine Portion Gift serviert? Laszlo wird gerade von Bolearis verhört. Lasst uns zu ihnen gehen. Ich kann einfach nicht glauben, dass uns jemand töten wollte. Ja, ich will wissen, wer dahinter steckt und warum. Haben wir Teile für ihn? Wir müssen Story weitermachen. Vielleicht haben wir dann die Teile für ihn. Weil die bekommen wir ja von den Gegnern meist. Ah, da seid ihr ja. Ich bin so froh, dass ihr noch lebt. Ich habe gehört, was passiert ist. Tut mir leid, das ist ja wirklich eine unschöne Angelegenheit. Ja, genau deswegen sind wir hier. Ich kann mir vorstellen, was ihr denkt. Wenn man die Umstände bedenkt, bin ich wohl der Hauptverdächtige. Aber ich war es nicht. Das schwöre ich euch. Bitte glaubt mir. Ja, nur so sehr er auch seine Unschuld beteuert. Wir haben keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein könnte. Bolearis, würdest du noch etwas warten, bevor du ihn bestrafst? Oder so etwas? Was habt ihr vor? Wenn er es nicht war, dann muss es doch wohl einen anderen Täter geben. Oder etwa nicht. Das liegt auf der Hand. Und ihr wollt diesen wahren Täter wirklich also schnappen, sehe ich das richtig? Eigentlich liegt das ja nicht in eurer Verantwortung. Aber ich verstehe, dass ihr die Wahrheit wissen wollt. Na gut, dann überlasse ich die Sache euch. Keine Sorge, auf Laszlo passen wir auf, solange die Sache nicht geklärt ist. Tut mir wirklich leid, nur wegen mir müsst ihr jetzt. Macht ihr keine Vorwürfe, wir regeln das, versprochen. Das würde ich ja auch gern sagen, Mio. Aber hast du auch schon konkrete Vorstellungen, wie wir vorgehen? Als erstes sollten wir uns an den Orten umsehen, die mit der Sache in Verbindung stehen, mit den Leuten dort sprechen. Ja, ich bin sicher, der Täter hat irgendeine Spur hinterlassen, und wenn sie noch so klein ist.
Oh, hallo. Alexandra, wir haben eine Frage zu dem Gift, das man uns verabreicht hat. Als erstes muss ich mich bei euch entschuldigen. Entschuldigen? Wofür denn? Das Nervengift, das euch untergemischt wurde, wurde aus den Vorräten der Sanitätseinheit verwendet. Das ist ja... Eigentlich ist es kein Nervengift, sondern ein Mittel zur Schmerzbetäubung. Doch eine Überdosis kann tödlich sein. Hast du eine Vermutung, wer das Gift entwendet haben könnte? Die ganze Sanitätseinheit hatte Zugriff darauf, mich natürlich eingeschlossen. Und außerdem noch die Mitglieder der Taktikereinheit. Sie müssen sich auf ihren Missionen oft im Feld versorgen, deshalb nehmen sie häufig unerlaubt Schmerzmittel mit. Ich habe sie schon ein paar Mal zurechtgewiesen, aber da sie für uns ihr Leben riskieren, ist das schwierig. Das Gift stammt da also aus der Sanitätseinheit. Das deutet auf einen Täter aus Kolonie 4 hin. Unverschämt, ungebührlich, unverfroren, nu! Oha! Haben Freunde kurz Zeit? Kukutscha muss Dampf ablassen! Was passiert? Regst du dich über irgendwas wen auf? Vorhin ist Soldat in die Küche gekommen und hat heimlich rumgemunkelt. Dabei sollte doch allgemein bekannt sein, dass Küche Sperrgebiet ist. Nur Kukutscha darf rein und sonst keiner. Also hat Kukutscha raus hier geschrien. Da hat Eindringling Fresse zurückgeschrien und ist abgeduftet. Dabei ist Kukutscha auf flauschiges Popöchen gefallen und jetzt macht Popöchen Aua. Okay, klingt unangenehm. Kukutscha ist respektable Zugführerin. Ist ganz schrecklich schlimme Unhöflichkeit, Zugführerin so anzuschreien. Eindringling sollte sich ein paar von Laszlos Filetstückchen stibitzen. Dieser Soldat war also in der Küche, als Laszlo dort auch mit seinem Gericht beschäftigt war? Genau, was tut zur Sache? Könntest du diesen Soldaten identifizieren? Hast du sein Gesicht gesehen? Kukutscha hat genau gesehen und dann nach 3 Sekunden wieder vergessen. Wow! Wer auch immer das war, die Sache stinkt zum Himmel. Ein unhöflicher Soldat, der sich unerlaubt in der Küche aufgehalten hat, sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich habe von dem Vorfall in der Kantine gehört. Echt schlimm. Wir versuchen dem Täter auf die Spur zu kommen. Kannst du uns alles sagen, was du darüber weißt? Naja, klar. Ich weiß nicht viel, aber wenn ihr meint, das hilft euch, werde ich es euch gerne erzählen. Also, das Fleisch, das ihr gegessen habt, hatte die Taktikeinheit besorgt. Es stammte von einem verhältnismäßig großen Armer. Wie üblich haben wir hier die Beute erstmal inspiziert und dann an Kukutscha von der Verpflegungseinheit weitergegeben. Zu diesem Zeitpunkt haben wir an dem Fleisch absolut nichts Verdächtiges festgestellt. Das heißt, das Fleisch ist unschuldig? Selten so gelacht. Wow. Ich würde vermuten, das Fleisch wurde erst vergiftet, nachdem wir es weitergegeben hatten. Also vermutlich während der Zubereitung, korrekt? Ja, das halte ich für wahrscheinlich. Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung. Vielleicht steckt ja doch Laszlo dahinter. Das steht noch nicht fest. Warten wir ab, bis wir ausreichend Hinweise haben. Wir haben jetzt ausreichend Hinweise. Zumindest wissen wir, dass das nicht war, weil da war jemand... Unbefugtes drin. Ah ja, der Giftanschlag. Dann lasst uns mal zusammenfassen, was wir alles herausgefunden haben. Erstens, das verwendete Gift stammte aus den Vorräten der Sanitätseinheit. Zweitens, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Gift während der Zubereitung des Gerichts hinzugefügt wurde. Also muss dieser Soldat dahinter stecken, der unerlaubt in der Küche war? Wenn Laszlo nicht der Täter war, dann muss der andere es gewesen sein.
Aber leider haben wir keine Ahnung, um wen es sich dabei gehandelt hat. Ein paar Hinweise haben wir schon. Zugang zum Gift hatten nur die Sanitäts- und Taktikeinheiten. Und dieser Soldat in der Küche hat sich laut Kukucha sehr unverschämt verhalten. Kennen wir irgendwelche außergewöhnliche, unhöfliche Personen in der Sanitäts- und oder Taktikeinheit? Ah, was ist denn da? Mimi, ich hab's. Ich weiß, wer der Täter war. Ja? Er muss es sein. Bei der Sanitätseinheit fällt mir niemand ein. Aber der Taktikeinheit kommt nur einer in Frage. Oh, ich verstehe. Ich weiß, wen du meinst. Dann war es also... einer von uns. Jeremy? Jeremy? Ja, die Begegnung mit ihm war eindrücklich. Er wollte aus dem Blauen heraus einen Streit anfangen. Als Mitglied der Taktikeinheit wäre er leicht an das Gift gekommen. Und dass er unverschämt ist, haben wir selbst erlebt. Doch sogar mal zu Mimi gesagt, sie soll sich vor Gift in Acht nehmen. Da hat er den Anschlag bereits geplant. Deutlicher geht's ja schon nicht mehr. Nicht so schnell, Senna. Wir haben noch lange keine Beweise dafür. Er hat uns als Feinde gesehen. Das ist ein eindeutiges Motiv. Verdammter Dreckskerl. Kommt, wir suchen ihn jetzt. Und jetzt wartet doch mal. Mio, was ist denn? Beruhigt euch bitte erstmal. Wir sollten zuerst noch einmal mit Laszlo sprechen. Ich bin sicher, er wartet ungeduldig auf das, was wir herausgefunden haben. Stimmt wohl. Mimi? Da seid ihr ja wieder. Bitte sagt mir, ihr habt den Täter geschnappt. Davor erstmal eine Frage. Kennst du Jeremy von der Taktikeinheit? Ja klar. Wir sind im gleichen Intervall und... Moment mal, jetzt sagt mir nicht, er ist der Täter. Das hat niemand gesagt, doch wir halten das für möglich. Ja, aber... Jeremy wäre es schon zu trauen, das stimmt. Ja, er scheint uns regelrecht zu hassen. Nicht nur euch, sondern womöglich auch mich. Ich habe früher zur Taktikeinheit gehört. Dann wurde ich im Kampf verwundet, seitdem bin ich in der Verpflegungseinheit. Ich war damals in derselben Abteilung wie Jeremy und unser guter Freund Mercutio. War er es, der in der Schlacht mit Colony Psy, weil ich mich mit euch abgebe, hasst Jeremy mich womöglich genauso sehr wie Agnus, die seinen Freund getötet haben. Beim Versuch, uns zu vergiften, wollte er also absichtlich dich wie den Täter aussehen lassen. Genug gequatscht. Den Rest kann uns der Dreckskerl persönlich erzählen, wenn wir ihn geschnappt haben. Bitte wartet, ich würde gerne mitkommen, bitte. Aber... schon in Ordnung. Ich übernehme die Verantwortung. Also bringt diese elendige Angelegenheit zu Ende. Herr stellvertretender Kommandeur, vielen Dank. Gut, wo finden wir Jeremy? Wir finden ihn sicher am schnellsten, wenn wir seinen Zugführer Maxi fragen. Das ist sein direkter Vorgesetzter. Das ergibt Sinn. Dann lasst uns diesen Jeremy so schnell wie möglich festnehmen.
Da, 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 da. Herr Zugführer, Maxi, wo ist Jeremy jetzt gerade? Laszlo, ich hatte gehört, Bolearis hätte dich festnehmen lassen. Die Einzelheiten können wir später besprechen. Sagst du uns jetzt erstmal, wo Jeremy steckt? Er ist zusammen mit Jorda auf Patrouille, aber ihr macht nicht den Anschein, als wolltet ihr warten, bis sie zurück sind. Flaran? Nimm sie mit auf Route 3C und trefft euch mit Jeremy und Jorda. Roger! Die beiden sind in der Umgebung der Wüste Danach unterwegs. Ich hoffe, ihr habt Lust auf einen kleinen Spaziergang. Eigentlich nicht, aber wenn es nicht anders geht. Ja, da war ich noch nicht mal. Sna. Was ist da los? Ist das Jorda? Was ist passiert? Wo ist Jeremy? Ach, Jeremy, er. Als er euch gesehen hat, ist er plötzlich durchgedreht. Er hat mir eins übergezogen. Wahrscheinlich wollte er mich bewusstlos schlagen. Aua. Dieser Dreckskerl. Jetzt macht er nicht mal mehr davon Halt, seine eigenen Teamkollegen zu verletzen. Beruhige dich, Flaran. Kannst du bitte hierbleiben und Jorda versorgen? Wir schnappen uns, Jeremy. Kümmere dich um sie. Nein, ich... Na gut. Aber wenn ihr Jeremy findet, dann verpasst ihr meine von mir. Mit. Seine Fußabdrücke müssten noch sichtbar sein. Wenn wir uns beeilen. Haben wir ihn gefunden? Jeremy! Momentchen mal. Du hast schon ewig nicht mehr an der Front gekämpft, oder? Dann überlass das mal besser uns. Was? Wollt ihr ihn etwa retten? Natürlich, verlass dich auf uns. In Ordnung, danke.
Ich glaube, wir müssen uns mal langsam waschen. Die sind total mit Schmutz, voller Schmutz und so. Jeremy, du hast versucht, sie zu vergiften, oder? Ha, wenn ihr das wisst, worauf wartet ihr dann? Das ist die Gelegenheit, mir den Rest zu geben. Red keinen Unsinn, glaubst du wirklich, Mercutio hätte so etwas gewollt? Was meinst du schon, du Feigling? Hast dich ja bei der ersten Gelegenheit an der Front verabschiedet. Ein klarer Schnitt. Du wolltest nichts mehr mit mir zu tun haben. Hast mich einfach so im Stich gelassen. Du hast keine Gedanken mehr an Mercutio verschwendet. Kein Wunder, dass du jetzt sogar mit dem Feind paktierst. So ein Quatsch. Ich wollte doch nur. Das alles wäre trotzdem keine Entschuldigung dafür, dass du deine Partnerin attackiert und verletzt hast. Das lasse ich mir von einer agnischen Mörderin nicht sagen. Mimi, erschieß mich doch, wenn du dich dann besser fühlst. Was ich damals gesagt habe, war absolut ernst gemeint. Fresse, kein Wort mehr. Aber du wirst es nicht tun. Fresse, habe ich gesagt. Wenn du es so eilig hast mit dem Sterben, kann ich dir den Gefallen tun. Verdammte Scheiße. Warum? Was ist das als für ein Mist? Was habe ich denn falsch gemacht? Bin ich jetzt plötzlich der Verräter? Mein Freund wurde vor meinen Augen abgemetzelt. Das werde ich nie vergessen. Also warum kann ich jetzt nicht abdrücken? Verloderter Drecksmist. Ich nehme ihn mit. Das könnt ihr mir überlassen. Es tut mir leid. Nein, es ist nicht eure Schuld. Es ist niemandes Schuld. So ist halt einfach der Krieg. Aber irgendwann wird jemand das alles beenden. Daran glaube ich. Und dieser jemand werdet ihr sein. Das war ihm insgeheim wohl bewusst. Ich stehe in eurer Schuld. Aber wenn ich euch trotzdem noch um etwas bitten dürfte, kommt noch einmal vorbei. Ja, das machen wir. Versprochen.